Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Asreiter und wir sind in Folge Nummer 5 von Shapes.io. Ja, der Mordrak hatte geschrieben, ne? Ich muss hier noch ein bisschen basteln. Hier war es so, dass ich den Ansatz zuerst verstanden habe, aber nicht zu Ende gebracht habe. Hat er mir geschrieben, okay, da müssen wir noch dran arbeiten. Hier habe ich noch irgendwo weiter rote Kreise gemacht, die allerdings blau werden sollen, hat er geschrieben, weil wir hier definitiv nirgendwo noch rote brauchen. Wie wir sehen, okay, dann arbeiten wir daran, dann färben wir hier mal noch um, das müssen wir noch gerade machen, dann, dass das lila wird. Gut, dann würde ich sagen, machen wir das Ganze gleich nach der Vorschau. Bis gleich. So, dann müssen wir mal gucken, wo wir jetzt hier blau herkriegen. Blau ist hier unten. Ist ja genug hier da. Die Lilanen sind da, aber wir müssten hier oben da noch was umfärben mehr. So, das heißt hier würde ich sagen, machen wir das so, dass da die Roten reinlaufen. Und hier müssen irgendwo die Blauen herkommen, ne? Die Blauen kommen von da unten. Das kann ich auch von hier holen. Das heißt 1, 2, 3, 4. 1 Shift-Taste gedrückt halten, dann kommt das passend. Ne? Und da noch einen drauf, dann ist das auch gut. Dann gehen wir mal bis da und von dort aus einen Tunnel bitte graben. Nach da, passt. Und dann geht es hier mit dem Band weiter nach oben. Und dann gehen wir nach da. So, jetzt sollten hier lila noch rauskommen anstatt rote, ne? Kommen gar keine raus. Weil der Eingang da falsch sitzt. Super. Gut, das bedeutet, der Mischer muss hier hin. Der muss dahin und der dahin und schon läuft's. Und jetzt müssten hier lila noch kommen. Ja, da war. Gut, dann haben wir das schon mal erledigt. Da kommen weitere Lilane, hier ist natürlich doof, weil hier noch weitere rote kommen. Die lasse ich jetzt aber laufen. Vielleicht brauchen wir mal irgendwann wieder rote, ne? So, jetzt gehen wir zu diesem Problem. Hier laufen welche durch, die müssen erstmal schon mal gar nicht mehr durchlaufen, weil die sollen ja alle gefärbt werden. Und hier muss es dann weitergehen noch. Also hier kommen zu wenig jetzt durch. Die Tendenz ist mehr bauen. So, jetzt müsste man mal hier schauen, wie man das am besten hinkriegt, dass das farblich passt, ne? Das ist so ein Teil. Das heißt, der hier ist eigentlich falsch gebaut, ne? Dann brauchen wir den und der muss ein Stück weiter hier sein, oder? Ja. Ich baue das gleich nochmal hier um. Weil ich glaube, wir brauchen hier immer einen mehr. Ne, ich sehe schon, wir brauchen nicht nur einen mehr, wir brauchen zwei mehr. Dreie dazwischen müssen sein, dass das Ding läuft. Oder? Ich werde es gleich sehen. So, der kommt jetzt hier hin, dahin, der kommt dahin und der kommt dahin. So, kommen da jetzt welche? Ja, kommen welche, aber zu wenig. Dann müssen wir die Farbe noch korrigieren. Aber erstmal ist das hier richtig, ne? So, jetzt bauen wir hier so einen rein, der so baut. Hier kommt wieder der Tunnel rein, der das macht. So. Dann muss hier wieder so einer rein. Ja. Dann kommt da wieder ein Tunnel hin. So. Da kommt der Malermeister rein. Ne, der muss da sein, ne? Ja. So, hier. So. So.
Nee, den mache ich da jetzt mal nicht hin. Ich mache nur den dahin, dass der erstmal so kommt. So. Hier kommt jetzt so einer hin. Der kommt da erstmal weg. Der muss dahin. Der kommt weiter nach hier hin. Und hier kommt einer weiterhin nach da. Und da kommt so einer hin. So, jetzt laufen die da erstmal schon mal alle rein. Das ist schon mal richtig, ne? So, dann bauen wir diese kleinen Teile. Ist das so rum? Ne, andersrum. Genau, oder? So, der kommt dann noch da. Der kommt dann noch da. Ah, das hat ja gut geklappt hier. Förderband muss nach da. Förderband muss nach da. Und der muss noch nach da. So, was läuft hier falsch, dass da nichts mehr rauskommt? Es kommen keine blauen hier oben an, oder wie sehe ich das? Ja, da unten lief gerade einer durch, ne? Ja, der kommt auch rein. Okay, jetzt bedeutet das, wir haben hier zu wenig Menge an Farbstoff. Okay, da ist ja auch nichts. So, jetzt ist hier die Frage. Wie kriegst du das Bunte hin? Ohne Probleme. Okay, Level abgeschlossen. Mit dem Stapler kannst du nun Formen kombinieren. Passen sie nebeneinander, werden sie verschmolzen. Andernfalls wird die rechte auf die linke Form gestapelt. Okay, das ist klar und das ist auch klar. Gut, kriegen wir hin. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das hier hinkriegen mit diesen Farbdingern. Ich komme von da mit einem Tunnel. Das würde bedeuten, ich muss nach da allerdings. Schwierig zu bewerkstelligen, ne? Wäre aber so, glaube ich, richtig, oder? Komm so, komm von da. Nee, das war schon mal falsch. Machen wir hier erstmal so einen Draufläufer ist verkehrt. Ich brauche den anderen, den Teiler. So einen brauche ich. Den brauche ich allerdings da oben auch, ne? Da. Baue jetzt hier den so hin. Achso, ich wollte den da ja reingebaut haben, ne? Ja, ist vielleicht auch gut so, wie ich es jetzt mache, weil dann doch mehr da reinkommen. Und der läuft jetzt dahin, der läuft dahin. Den nächsten kann ich gleich noch hier anschließen, ne? Passt das? Ich glaube, das passt soweit, oder? So. Hier muss jetzt die zweite Farbe noch dran gebastelt werden. Mache ich so. Mache ich so. Bastel ich den da dran. Der geht dann weiter zum nächsten. Ich komme hier mit meinem Tunnel wieder rüber. Ah, stopp. Der ist falsch. Ich komme hier mit meinem Tunnel rüber. Und der passt nicht. Okay, der ist zu dicht da dran eigentlich, ne? Das bedeutet, vielleicht
vielleicht noch einen mehr dahin. Der muss jetzt da rüber, ne? Und der muss da aufnehmen, oder? Falsch rum. Der so hin. Ja. Der läuft so da rein. So, jetzt doch noch ein Tunnel. Und zwar den. Darüber. Das sieht erstmal gut aus. Der Färber kommt hier hin. Der kommt noch da. Der war hier. Grüne kommen da rein. Der war da richtig, aber den kann ich einen höher setzen. Bringt das was? Wahrscheinlich nicht. So, jetzt sollten mehr da ruhig kommen, ne? Hier staut sich's für den. Hier staut sich aber nirgendwo was. Das heißt, immer noch zu wenig von denen. Gut. Hier kommen noch zu wenig Leistungen, also bedeutet das, hier muss noch mehr rein. Okay. Dann müssen wir das schauen, wie wir das noch weiter ausbauen. Wir brauchen noch mehr von dem Zeug. Hier komme ich nicht hin. Ja, es ist ein bisschen tricky, ne? Kriege ich die Lilanen dann so darüber? Die Blauen so darüber, dass es... Nee, geht nicht. Ja, wäre hier richtig, oder? Hier ein Tunnel gebaut. Hier wieder so ein Teil da reingebaut. Falsches. Der ist der richtige. Ja. Den nach da unten verbunden. Die Grünen laufen da rein. Er kommt nach da. Und da kommt der rein, ne, oder? Ja. Noch mehr Farben da rein. Hier staut sich's überall, das ist gut. Das passt noch alles. So, hier ist der Stau aufgebaut, hier unten auch, aber hier noch nicht. Obwohl, da sitzt gerade einer. Aber hier unten noch nicht. Wir brauchen noch mehr von den Teilen. Hier müssen noch mehr reinlaufen. Ja, gut. Das bedeutet, im Prinzip können wir hier ja noch was machen. Wir müssen jetzt mal die Blauen nach da rüberholen, oder? Dann machen wir jetzt mal einen Tunnel in die Richtung mit den Blauen. Ja. Nee, so rum war schon richtig. Nee, der ist der verkehrte. Ich brauche den. So ist schon mal gut. So, jetzt habe ich hier die Blauen auf der Seite. So, jetzt muss ich hier die Färber bauen. Der müsste hier sitzen, glaube ich, ne? Dann sollte es gehen. Ich muss jetzt hier die Grünen abnehmen. So. So. Jetzt muss ich da wieder die Grünen abnehmen. Das ist schon mal gut. Dann müsste ich hier... Ja,
Ja, wie muss ich es machen? Gute Frage, ne? Die grünen kriege ich hier, die blauen kriege ich von da. So, und da oben muss so einer hin. Dann habe ich da auch das. Jetzt muss ich den gefärbten nur hier hin machen. So, jetzt können die beiden da verbunden werden. Der muss von da nach da durch. Jetzt müssen die nur irgendwie weg, ne? Ne, das machen wir mal so, dass wir den erstmal nach da machen. Der muss ja dahin, ne? Ich baue die erstmal so darüber. So, jetzt kommen die da erstmal an. Hier kann ich nur einen hinbauen, ne? Von denen einen. Der kann ruhig da sein, das ist kein Problem. Ich brauche da oben noch so einen. Der kommt da runter. Geht mit dem Tunnel da durch. Kommt dann hier rüber. Passt erstmal. Und hier kommt noch ein Färber hin. Ist das so richtig? Nee, dann kommt keiner mehr da durch. Das bedeutet, das wäre so richtig. Das ist so richtig. Fließband hier bitte anders anschließen. So. Das ist jetzt hier über, oder? Das kann direkt durchlaufen, glaube ich. Ich weiß nicht, stört der Blaue uns? Wahrscheinlich, oder? So, dann hier noch den dahin. Der kommt daher. Passt, oder? Jetzt ist da zwar ein Blauer gerade durchgelaufen, sollte aber nicht das Problem sein, glaube ich. Der läuft hier weiter durch, der Blaue. Hier wird jetzt einer blau gefärbt, ist aber glaube ich nicht so schlimm, oder? Komm nur, da ist der Blaue. Okay, der hat ein bisschen Reserve da drin, das Teil. So, wie schaut's aus? Hier sind die Bänder voll. Das sieht gut aus. Blau ist ein bisschen mager, oder? Aber insgesamt läuft's hier schon mal besser. Okay, dann würde ich aber sagen, machen wir erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.